So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir einige Zeit mit unserem Lieblingsfreund Machiavelli verbracht und haben dort diesen einen Postboten abgefangen und befinden uns aktuell hier. Und ich glaube, ich weiß sogar, was uns hier bereits erwartet. Crepi il Lupo. Den Brief zu Machiavelli bei den Trajanstern bringen, keine Gesundheit verlieren. Ich gebe mir die größte Mühe. Das wird nämlich jetzt hier lustig werden. Oh Gott, ich hatte nämlich Angst. So, nehmen wir das hier einfach mal so und dann so. So. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Gleich haben wir es geschafft. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Leider nicht. Und hier haben wir schon. Von hier gekommen sein. Ja. Kennen wir das eigentlich? Nein. Vielleicht mache ich das im Off nochmal mit der vollen Synchronisation, weil das ist ja eigentlich nicht schwer, aber ja. Man muss halt ein bisschen mehr aufpassen, wer gerade angreifen möchte, damit man den dann auskontern kann. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Schichten der Wache. Was? Ich wollte das gerade lesen. Ui! Ach, das wird ein Spaß werden. Die Hallen von Nero. Den Schrein des Romulus. Finden die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Das werden wir definitiv nicht schaffen. Also habe ich bisher noch nie geschafft. Es war, glaube ich, immer so 8 Minuten und 10 Sekunden, also ich wäre mal knapp drüber. Weil ich glaube, das ist doch relativ lang, die Gruft. Ja, und so fängt es ja schon an. Ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ezio, also dass man jetzt genauer mit der Steuerung sein muss, weil sonst springt er halt sonst irgendwo hin. Und ich kann eigentlich vom Glück reden, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Hier, genau, so sind jetzt die Sachen jetzt. Wie ich vom Kolosseum runter gefallen bin. Denn ich glaube, ich habe insgesamt 6 Versuche benötigt und ich bin 5-mal gestorben. Also es war jetzt wirklich keine Glanzleistung von mir. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ihr nicht dabei gewesen wärt, weil das wäre sehr peinlich gewesen. So, nicht so lange, wir haben nur 8 Minuten Zeit. Manchmal sind diese 2 Sekunden das Ausmaß. So, jetzt geht's noch weiter. So, jetzt müssen wir hier. Bam, bam. Oh Gott, ich hasse diese Kameraführung. So. Dann muss ich wahrscheinlich dann hier hin. Ja, oh Gottes Willen. Und dann ist halt die Frage. Achso. Einfach Leertaste drücken. Einfach gar nicht mit dem Pfeiltasten bzw. mit WASD irgendwas versuchen. Einfach nur die Leertaste drücken. Und dann kommt man schon dorthin, wo man hin möchte. So. Ja, komm. Ich weiß, dass da jetzt nur noch das letzte Stück fehlt. So. Ganz entspannt machen wir das hier, Ezio. Keine voreiligen Sprünge oder Schlüsse ziehen.
Stell dir jetzt mal vor, da wären Menschen gewesen. Die wären jetzt nicht mehr da. Oh Gott. Hallo. Ah ja, oh, das war jetzt auch so eine ganz coole Geschichte. Nicht natürlich. Hier ist nämlich so eine Borcha-Banner, ne? Ich weiß auch gar nicht genau, was man überhaupt bekommt. Außer vielleicht ein Erfolg, wenn man die ganzen Borcha-Wappen entfernt hat. So. Und diese Musik erinnert mich ein kleines bisschen an Assassin's Creed 1. So, jetzt Leertaste drücken. Nicht aufgrund der wundervollen Kameraführung, weiß ich immer nicht. Also für einen selbst sieht es aus, okay, man muss jetzt D drücken, aber eigentlich muss man S drücken und es ist halt eine absolute Katastrophe. So, hui. Hui. Also mir schon, meine Güte. Ja, schönes Feuer. Vor allem, es war sogar noch grün. Geister. Ach ja. Oh. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Da kommt, glaube ich, noch ein oder zwei Bereiche, die wir machen müssen. Von daher finde ich das eigentlich... Also entweder gibt es hier irgendeine Abkürzung, von der ich nicht weiß, dass es die gibt. Weil, also ich muss sagen, es ist extrem sportlich, das innerhalb von 8 Minuten zu schaffen. Vor allem, wenn Ezio so langsam klettert, das ist echt... So. Na, das ist ja mutig. So, und dann wieder hier. Hui. So, dann hier. Zack, 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 zack. Zack, zack. Dann hier. Weil das waren nämlich jetzt, ich kann ja schon mal das alles von wegnehmen, das werden nämlich jetzt unsere extra Gruften werden, wie damals die Grabmäler in Assassin's Creed 2. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch 6 Stück finden müssen, weil wir haben ja jetzt die Altair-Rüstung nicht mehr, die wurde ja leider bei dem Angriff auf Mondrigioni vernichtet und jetzt müssen wir uns halt eine neue Rüstung suchen und das ist halt ein Bestandteil davon. Jetzt die Borcha. Na, die lasse ich jetzt einfach mal, das ist mir jetzt vollkommen wurscht. So, das wird nämlich jetzt hier auch richtig, richtig lustig werden. Oh, da war jemand sauer. Oh. Na jetzt, jo. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal hier hochkommen. So, und ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt noch 2 Minuten Zeit. Also ich habe keine Ahnung, ob wir das in 2 Minuten schaffen. Ach, von hier kam ich, ja, so. Ach, wir sind da hoch, oder? Oh Gott. So, da fängst du nämlich jetzt schon an. Wo... Haben wir noch eine Truhe? So. Haben die das gezeigt? Nein, die haben es halt nur... Oh, das ist... Das weiß ich halt nämlich auch gar nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Das ist halt total doof jetzt. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Nee, von hier kamen wir. So, ne? Da haben die uns bei der Gruft hier das schön gezeigt, wie wir hochklettern müssen. Und jetzt kriegen die es nämlich nicht gebacken, uns das zu zeigen, wie wir hier hochkommen. So, und das sind nämlich die 8 Minuten jetzt schon wieder, ja. Ach, hier, oder?
Nämlich schon vorbei. Also da haben wir das nämlich jetzt schon gar nicht geschafft. Geh jetzt einfach mal hier runter. Na, nein, Ezio. Oh. Da hält man mal eine Millisekunde zu lange die Leertaste und schon springt der Kompagnon hier irgendwo anders hin. Ich wollte hier hin. So. Ach, jetzt habe ich natürlich nun wieder. Komme ich wieder hier hoch. Ja, das ist schön Ezio, das bringt uns aber jetzt auch nichts mehr. Hui. So. Und sagen wir so, die Drohnen, die sind mir jetzt auch mal ein bisschen wie Schnuckpiep egal. So. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ja, jetzt so ein. Mach mal bitte hier nicht so Kasperle-Theater. So, zack. Zack. Dann hier hoch. Kann ich jetzt hier hoch? Ja. Oh Gott, ich dachte schon, der greift jetzt nicht. Oh, ich hätte dann so geheult. Ich hätte so geheult. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja, wir wollen aber nicht stürzen, Ezio. Das ist. Es ist keine Option. So, und das in 8 Minuten. Ja. So, jetzt haben wir schon den Timer und dann kommt gleich volle Synchronisation fehlgeschlagen, weil ihr seid zu schlecht, genau. Ja, danke. Danke für nix. So, und dann haben wir vielleicht, keine Ahnung, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt vielleicht nur eine halbe Sekunde, ja. Das wäre schön. Wir sind ja trotzdem relativ schnell durchgekommen. Also ich habe keine Ahnung, also entweder, perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Gibt es hier wirklich irgendeine Abkürzung, die mir nicht bewusst ist? Und ich bin einfach mega schlecht. Das kann natürlich auch sein. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, die Borgia. Nee, die Mama. Nee, das ist jetzt. Ich werde sowieso nie die 101. finden, schaffen. So, wo sind denn jetzt die anderen Herrschaften hier? Wie sind denn die jetzt entkommen? Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hier durch. Ich weiß gar nicht, wo. Ach, wir haben da ja die Treppe dann. Genau. Und ich glaube. Ich glaube, das waren 6. Grüfte, Gruften. Ich glaube, Grüfte. Ist das der Plural? Die wir jetzt abschließen müssen. Und ich glaube, von 2 noch zu glauben, dass es ähnlich wird mit der Zeit. Das wird so lustig werden. Schriftrolle 1 von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier sicher eine der besten, die je angefertigt wurden. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, werden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten. Zoom und Bilddateien. Ende. Ah. Brutus. Brutus war doch. War das der Sohn von Caesar? Oh Gott. Also auf jeden Fall hat er doch Brutus irgendwas mit Caesar zu tun, oder? Erfolge Gold, Junge. Ja, ich habe nur 50%. Das müsste mir jetzt hier nicht irgendwie noch schön vor die unter die Nase reiben. Ja, den Borgia-Einfluss würde ich gerne eliminieren, aber ich komme nicht zu den Türmen, weil es noch nicht freigeschalten ist. Es liegt nicht an die mir. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Das war mir genau. Nicht. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie.
Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Gatso! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Ja, bitte. Folgt mir. Ich brauche erstmal ein Erfolgserlebnis für die heutige Folge. Ein Aussichtspunkt. Machiavelli, darf ich doch auf den Aussichtspunkt oder ist das jetzt hier verboten? Oh nein. Oh nein. Machiavelli, ihr müsst... ihr müsst mal kurz warten. Ich denke mal, oh, ich möchte euch echt nicht folgen. Ich will jetzt aber diese doofe Glyphe hier. Ja, ach ja, komm. Hey, ein wenig Respekt. Okay, wir müssen uns hier... Warte mal. Ich weiß ja jetzt zum Glück, wo das Kolosseum ist. Wir müssen dort. Okay, das müssen wir uns merken. Dort gab es die Glyphe. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Das ist praktisch. So, okay. Ich werde mal kurz gucken, wo die Glyphe ist. Das interessiert mich jetzt. Ich will diese doofen Glyphen haben. Ich meine, wir haben nur 10. Das heißt, es ist nicht ganz so viel wie bei Assassin's Creed 2, wo wir ja gefühlt 20 hatten. Ich würde mal kurz gucken, wo die sich befindet. Kann mir jetzt nun jemand nochmal anzeigen? Warte mal, es muss doch eigentlich unter der Datenbank sein. Datenbank. Letzte Einträge. Es wird sogar die Glyphe angezeigt. Der Azkikutudo. Ich muss es mal ganz schnell suchen. Azki Claudia. So, ich bin gleich wieder da. So, also ich weiß jetzt ungefähr, wo sie ist. Es ist halt nur die Frage, wo wir hin müssen. Ich muss erstmal kurz hier hoch. Sie hat gesagt, ich habe den Plan hier hingelegt, aber wo? Ja, geh mal kurz bitte weg. Oh, wir haben 96 Florin im Banktresor. Meine Güte, wir sind reich. Wir sind fast so reich wie Borgia. So. Wir müssen in die Richtung, genau. Nämlich, die dürfte beim Borgia-Turm sein. Die Frage ist, kommen wir hier runter, ohne zu sterben? So. Nein! Ach, das ist nicht der Ernst, das ist nicht die... Oh, ich hasse es, ich hasse es. Okay, dann muss ich mir das merken. Ich muss mir das merken. Da. Gehen wir jetzt zu dem Schnellreisepunkt. Das ist natürlich so doof. Warum wird mir denn das angezeigt? Ja. Wenn ich das sowieso nicht benutzen darf, weil ich noch nicht so weit bin. So. Versteckter Tiberinsel. Ja. Da möchte ich gerne hin. Ben trovato, Niccolò. Wer ist das denn? Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ja. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ah. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh,
Glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Ja, wir brauchen nämlich hier Freunde. Und mal 100% Synchro. Sehr schön. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 2 beendet. Rom in Ruinen. Sequenz 3, der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Vario Orsini. Vario Orsini, Geburtsjahr 1476 oder 1477. Beruf Reichsheerführer. Fabio, ein Konditore aus der kämpferischen Familie Orsini, stand bereits im Alter von 18 Jahren auf dem Schlachtfeld. Er drang in Montepulciano ein, um den Chinesen zu helfen. Im Jahr 1498 schloss er sich mit Bartolomeo d'Alviano gegen die rivalisierende Familie Savelli zusammen. Er trat der dunklen Seite bei, als er Geronima Borgia heiratete. Eine Cousine von Lucrezia. Zunächst schien Fabio seine neue Verwandtschaft zu unterstützen. Doch als Cesare im Jahr 1499 in Romagna weihte, befreite er einen Freund, der im Tore di Nonna eingesperrt war. Nona. Das lässt darauf schließen, dass es mit seiner Loyalität zu den Borgia womöglich doch nicht allzu weit her war. Als sein Vater Paolo von Cesare getötet wurde, floh er in kluger Voraussicht, griff dann Micheletos Armee an und verlor. So wurde er zu einem Ausgestoßenen, der die ländliche Gegend unsicher machte. Sein schlechter Ruf brachte ihm einen Platz auf einer Liste von Banditen ein, die der Papst veröffentlichte. Er führte weiterhin für den Rest seines kurzen Lebens Krieg und starb im Jahr 1504 an einer Kopfverletzung in der Schlacht um Garigliano. Das sieht ein bisschen aus wie Dante. Ja, und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge muss ich mal ein bisschen umgucken. Neue Ausrüstung verfügbar, sehr schön. Wir haben trotzdem kein Geld, um es welche zu holen. Wir werden in der nächsten Folge erstmal den Aussichtspunkt nehmen und dann werden wir mal gucken, wohin wir müssen. Hier haben wir dann noch ein Versteck von Romulus. Oh Gott, wir haben eigentlich auch viel zu tun und nur so wenig Zeit gefühlt. Wir haben ja auch voll vieles noch gar nicht freigeschaltet, wegen diesen blöden Bordschattürmen. Vielleicht machen wir das dann auch erstmal, dass wir halt auch wirklich ein bisschen Geld jetzt reinkriegen. Und hier Mausoleo di Augusto, da können wir nämlich hin eigentlich. Weil ich weiß nicht, wo dort die Klüfe versteckt ist. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge alles machen. Gut, hier haben wir auch noch ein Romulus-Versteck. Ich glaube, hier würde ich das gar nicht erst versuchen. Aber ich würde sagen, wir machen die Borgia-Türme, bevor wir uns dann mit dem Erinnerungsanfang auseinandersetzen und versuchen natürlich jetzt schon mal hier so ein bisschen mehr oder weniger viele Sachen freizuschalten, damit wir halt, ja, Rom erstmal von dem Borgia-Einfluss befreien und es natürlich wieder aufbauen und dass wir natürlich dann Geld kriegen. Und ja, ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.